Servus und guten Morgen hier aus Füssen. Nachdem wir gestern noch ein bisschen in den Abend reingefahren sind und es doch ziemlich dunkel wurde, geht es jetzt heute auf die nächste Etappe der Via Claudia Augusta. Und zwar geht es heute weiter in die Alpen hinein und ja, da geht es dann auch ein bisschen steiler mal bergauf. Also dann, viel Spaß mit dem Video. Bevor wir mit der vierten Etappe der Via Claudia Augusta starten, erkunden wir noch die schöne Altstadt von Füssen. Nach dem Stadtrundgang starten wir die vierte Etappe der Via Claudia Augusta, welche uns heute bis hinter den Heiterwanger See führen wird. Wir verlassen die Altstadt über die Lechbrücke und folgen dann zunächst dem Radlweg am Straßenrand der Tiroler Straße. Schon bald erreichen wir dann den Lechfall, einem eindrucksvollen Stauwehr. Von der Brücke aus ist neben dem Wasserwehr auch die Schlucht auf der anderen Seite durchaus sehenswert. Entlang des Lechs folgen wir dann dem Radlweg weiter und überqueren dabei die Grenze nach Österreich. Beim Schotterwerk verlässt der Radlweg kurzzeitig den Verlauf der Straße. Ab der Ulrichsbrücke fahren wir am Straßenrand weiter bis nach Unterpinzwang. Wir durchqueren das schöne Örtchen und erreichen dann mit dem Kniepass den ersten längeren Anstieg der Etappe. So steil wie es bergauf ging, geht es direkt im Anschluss auch wieder bergab und so erreichen wir zügig den Ort Pflach. Dort biegen wir etwas von der Via Claudia ab und machen einen Abstecher zum Vogelbeobachtungsturm in den Lechauen, welcher eine tolle Aussicht bietet und auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Über den Vogelerlebnispfad fahren wir dann durch die Lechauen weiter in Richtung Reute. In Reute angekommen, landen wir direkt in der Innenstadt und fahren durch die Fußgängerzone weiter in Richtung Ehrenberger Klause. Radfahren verbrennt Fett und spart Geld. Welch passender Slogan für unsere heutige Etappe, denn hinter Reute warten noch einige Höhenmeter auf uns. Hinter einem Abzweig führt uns ein schottriger Forstweg dann steil bergauf, sodass wir ein kurzes Stück unsere Räder schieben müssen. Nach dem ersten steilen Anstieg flacht das Gelände jedoch etwas ab und es geht langsam, aber stetig hinauf zum großen Parkplatz der Ehrenbergklause. Unterhalb der Highline 179 Hängebrücke geht es nun zunächst flach weiter. Vor 700 Jahren hätten wir hier wahrscheinlich noch Zoll bezahlen müssen. Heute fahren wir einfach durch die Klause hindurch und müssen dabei höchstens den Fußgängern ausweichen. Hinter der Klause folgt hinter dem Parkplatz dann der nächste Anstieg. Nach geschafftem Anstieg erreichen wir die Bundesstraße, wo wir unsere Fahrräder stehen lassen und eine kurze Wanderung hinauf zum Fort Claudia starten. Das Fort Claudia war damals von strategisch hoher Bedeutung bei der Rückeroberung der Burg Ehrenberg. Mit den Römern hat die Burg jedoch nichts zu tun, denn benannt wurde das Fort nach der Tiroler Erzherzogin Claudia. Vom Fort aus steigen wir bergab zu Highline 179, welche mit einer Länge von 403 Metern die längste Hängebrücke in Österreich ist. Danach steigen wir wieder hinab zu unseren Fahrrädern. Abseits der Bundesstraße geht es nun über einen schottrigen Forstweg durch den Wald, wo auch noch ein weiterer Anstieg auf uns wartet. Oben angekommen geht es dann bergab weiter nach Heiterwang. Auf dem Weg dorthin machen wir zur Einkehr Halt beim empfehlenswerten Karliftstüberl, bevor wir dann weiter bergab nach Heiterwang fahren. Angekommen in Heiterwang durchqueren wir den Ort und biegen dann links ab in Richtung Heiterwanger See. So, jetzt sind wir ja angekommen am Heiterwanger See. Ja, einen Großteil der heutigen Etappe haben wir damit heute schon geschafft. Es ist ungefähr noch eine Stunde weiter bis nach Lehn zu unserer Unterkunft. Angekommen am See legen wir eine Pause ein und genießen den tollen Ausblick vom Ufer. Heiterwanger See aus geht es dann nochmal im leichten Anstieg hinauf in Richtung Bichelbach. Zunächst noch entlang der Straße biegen wir bald links ab auf einen Schotterweg, welcher uns durch den Wald führt. Aufgrund der starken Föhnwinde sind die schützenden Bäume hier sehr willkommen. Vorbei am Bahnhof Bichelbach wartet dann noch ein kurzer Anstieg auf uns, bevor es dann weitergeht nach Lehn, unserem heutigen Tagesziel.
auf, in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.